In der Welt von Infamous Second Son steht man vor einer schweren Entscheidung. Wählt man den Weg des strahlenden Helden, der Seattle zum Wohle der Allgemeinheit von den Zwängen einer staatlichen Sicherheitsfirma befreit, oder verfolgt man die Ziele eines Bösewichts, der auf einem zerstörerischen Ego-Trip sein Umfeld mit sich in den Abgrund reißt? Unabhängig der Antwort präsentiert sich Second Son als eindrucksvolles Open-World-Abenteuer, dessen spannender Plot und phänomenale Shooter-Mechanik die Spielstunden wie im Fluge verrinnen lassen werden. Als eines Tages die Menschen zu Schaden kommen, die ihm nahestehen, erkennt Delson Rowe, dass er alle nötigen Fertigkeiten besitzt, um dem unterdrückerischen Polizeiregime des Department of Unified Protection ein Ende zu bereiten. Delson hat übernatürliche Kräfte, denn er ist ein Conduit. Von Beginn an darf der Spieler entscheiden, in welche Richtung sich die Story entwickeln soll. Das Karma-System in Infamous ist Grundgerüst, das einen im Verlauf des Spiels stetig begleitet. Wird Delson der Gute oder soll er zum Bad Boy mutieren? Das Karma hat eine spürbare Auswirkung auf weitere Geschehnisse, da es Delsons Fähigkeiten um Spezialtechniken der guten und bösen Seite erweitert und die Tödlichkeit seiner Kräfte beeinflusst. Ein mächtiger Angriff kann abhängig von Delsons Karma dann entweder Gegner fesseln oder alles und jeden in der Nähe vernichten. Das Verhalten im Kampf füllt ebenfalls die Karma-Leiste. Als Faustregel gilt, je unvorsichtiger, umso böser. Auf der guten Seite dürfen beispielsweise keine Passanten angegriffen werden, während das brutale Ausschalten von Feinden, die sich ergeben, das Böse in Delson beflügelt. Überraschenderweise fühlt sich das Spiel auf beiden Seiten dadurch völlig unterschiedlich an. Ebenso profitiert die Story von Infamous Second Son von dieser Dualität, sodass sich kurze Gespräche und sogar Zwischensequenzen auf beiden Seiten der Macht anders abtragen können. Teilweise führt das sogar zu krass unterschiedlichen Resultaten bei Missionen. Über weite Strecken handelt es sich um eine klassische Geschichte, die den Underdog zum Superstar werden lässt. Ganz anders sieht die Sache aus der bösen Perspektive aus. Hier werden Bruderzwist, Rache und Machthunger deutlich thematisiert, was die Schurkengeschichte zu intensiveren und folglich besseren von beiden macht. Doch auch hier kommen Tiefgang und emotionale Erkundung der Akteure zu kurz. Man sieht, dass die Entwickler den Schwerpunkt auf das grandiose Gameplay gelegt haben. Dass sie Spaß bei der Schaffung eines modernen Helden hatten, erkennt man an Delsons untypischen und kreativen Kräften. Er kann Rauch, Neon, Video und Beton von Objekten absorbieren und sie mit zerstörerischer Wucht dirigieren. Dabei gelang es zu vermeiden, die Spielwelt nur zum Wohle der Superkräfte verkrampft zu konstruieren. Seattle weist eine natürliche Fülle der Kraftladestationen auf. Rauch ist zum Beispiel bei brennenden Autos oder Schornsteinen zu finden. Diese Gestaltung macht die offene Welt zu einer Spielwiese, die dem Spieler die Freiheit über den Einsatz seiner Fähigkeiten überlässt. Alle Elemente besitzen eine Nahkampfmethode sowie kleine und große Projektile. Während sie sich in ihren Eigenschaften ähneln, haben sie gewisse Stärken. Beton hat den mächtigsten Nahkampf, Video macht das Zurücklegen großer Distanzen zum Klacks und so weiter. Das einheitliche Steuerungssystem ermöglicht es dem Spieler, neue Fähigkeiten zu meistern, ohne die Grundlagen jedes Mal neu erlernen zu müssen. Superkräfte sind in spielerischer Hinsicht das absolute Highlight in Infamous Second Son, weswegen sich die ins Aufleveln investierte Zeit auf jeden Fall bezahlt macht. Mittels Upgrades erhöht sich der Radius von Delsons Attacken oder erweitert sich sein Repertoire an wuchtigen Kräften um neue Tricks, deren Ausführung extrem viel Spaß macht. Das Verbessern des Charakters durch das Einsammeln von Plasmascherben ist aber ohnehin unumgänglich. Die schonungslosen Gegner, die mit fortschreitender Story noch aggressiver werden, stellen eine ordentliche Herausforderung dar. Manche von ihnen besitzen selbst Conduit-artige Skills, weswegen sie gar nicht so leicht abzuwimmeln sind. Die schnellen Angriffsmuster der Endgegner, mit denen es Delson aufnehmen muss, erfordern ebenfalls eine echte Beherrschung der Mächte. Selten wird man in Infamous deshalb nicht sterben. Angetrieben von hochgradig qualitativer Präsentation und erzählerischem Tempo, ist Infamous Second Son nicht nur ein würdiger Nachfolger, sondern ein fesselndes Erlebnis für sich. Die neuen Kräfte ermöglichen das elegante Hochwandern an Häuserfassaden und die Abhängigkeit von Stromkabeln ist weg. Auch wenn wir sie ein bisschen vermissen. Niemals geizt das alternative Seattle mit grafischen Leckerbissen, die Stadt prahlt richtig mit Detailreichtum an jeder Ecke. Die prächtige Beleuchtung zu unterschiedlichen Tageszeiten mengt der realistischen Darstellung eine starke farbliche Verspieltheit bei, was in einem fantastischen Look resultiert. Auf den Dächern wird sich der Spieler oft dabei erwischen, einfach mal zu pausieren, um den Ausblick zu genießen. Wieder stehlen hier Delsons bizarre Kräfte den restlichen Elementen die Show. Bei Nacht werfen einen die wunderschönen Neoneffekte regelrecht vom Hocker. Das Spiel bedient sowohl künstlerisch wie auch funktional die Heldenträume unserer inneren Kinder. Die Nebenmissionen, die das Füllen der Karma-Leiste abseits des Hauptstrangs ermöglichen, können nach Beendigung der Story weiter angegangen werden. Einige davon sind weniger spannend, doch bieten sie insgesamt eine gute Dosis Abwechslung. Second Son besitzt mit dem Gut-Böse-System einen hohen Wiederspielwert.
Die böse Seite zwingt den Spieler zu Entscheidungen mit unangenehmen Konsequenzen und unterhält aufgrund der Prise Verrücktheit in Delsons Charakter deutlich besser. Und, seien wir uns ehrlich, es macht einfach mehr Spaß, der Böse zu sein.